Herzlich willkommen hier auf Thomas Treppnau TV, weil es um Wirtschaft geht. Wir haben noch einen anderen Kanal, Wissenswerte TV, dort geht es im Wesentlichen um Politik, um Geopolitik. Wir versuchen auch auf Hintergrundinformationen zu achten, die in der Regel im Mainstream unterschlagen werden. Hier jedoch auf Thomas Treppnau TV, wie gesagt, geht es um Wirtschaft, es geht um Finanzen, es geht um Edelmetalle und wie Sie aus der Überschrift entnehmen, gibt es eine Neuheit im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland, und zwar Sanktionen von den USA gegen Russland, denn man hat dort einfach mal schnell einige Banken vom Sanktionsregime freigestellt. Was der Hintergrund ist, warum und welche Auswirkungen das hat und was man vielleicht auch in anderen Zusammenhängen davon ableiten kann, das werden wir uns gleich anschauen. Ich weise zuerst noch auf unser Seminar hin, unser Online-Seminar am 7.12. Montenegro Update. Dort geht es im Wesentlichen um Investitionen in dem schönen kleinen Land, in dem hervorragende Renditen erzielt werden können. Ein Seminar unter anderem für Menschen, die gerne in Immobilien investiert bleiben möchten, das aber nicht nur im eigenen Land, im Land des Leuchtfeuers der Demokratie tun wollen, sondern auch außerhalb der EU hier vielleicht aktiv werden möchten. Das werden wir beleuchten mit ein paar Experten, die tiefen Einblick in dieses Thema haben. Ja, aber jetzt kommen wir zu, ach ja, wer Informationen möchte, selbstverständlich schickt eine kurze E-Mail an die unten genannte E-Mail-Adresse und schreibst dazu das Stichwort Montenegro und dann erhalten Sie hier unverbindliche Informationen. Ich sage gleich an der Stelle, das Seminar ist kostenpflichtig. Aber ich weiß nicht, es wird viel kostenfrei angeboten, aber was nichts kostet, ist halt oft auch nichts wert. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu unseren Wirtschaftsdaten. Wir schauen erstmal auf die Märkte und wir sehen, dass an den Finanzmärkten seit ein paar Tagen ziemlich Unruhe herrscht und das liegt daran, dass die Nervosität bezüglich der US-Wahlen zunimmt. Die politische US-Nachrichtenlage ist relativ bizarr, muss man an der Stelle sagen. Sie ist einfach Ausdruck der Spaltung der US-Gesellschaft und auch der US-Politik. Und es gibt ein ernstzunehmendes Risiko, dass nach der Wahl die Situation eskaliert. Und zwar unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund für die Liquiditätspräferenz an den Märkten. Mit Liquiditätspräferenz meint man, es wird aus Anlagen Geld abgezogen, man kumuliert die eigene Liquidität. Also man verkauft Aktien, Gold, Silber, Bitcoin und so weiter. Und das haben wir gesehen, das war aller Schwäche in den letzten Tagen. Ein Grund dafür ist, dass die Verbraucherpreise in Europa stärker als erwartet angezogen haben und dann ja, befürchtet man eben sofort auch wieder weniger Zinssenkungspotenzial, vielleicht sogar wieder eine Umkehrung dieser Richtung und dann geht man erstmal auf Nummer sicher und verschafft sich Liquidität. Ob wir nun wirklich vor einem solchen Inflationsszenario stehen, kann im Moment nicht beantwortet werden. Wenn man auf die offiziellen Daten schaut, würde ich sagen, eher nicht. Allerdings sehen wir das Risiko Nahost, gerade mit der Versorgungssicherheit für Energie. In den USA hingegen hat sich die Inflationssituation entspannt und wir reden hier immer von offiziellen Daten. Natürlich gibt es inoffizielle, aber die Märkte schauen eben auf die offiziellen Daten und daraus kommen dann eben auch die entsprechenden Reaktionen wie Liquiditätsanhäufung. Wir haben in den USA ein paar Schockmomente erlebt, das heißt, ob sie da erlebt hat, weiß ich nicht, aber wir konnten es beobachten, dass sie erlebt wurden. Und zwar hat es ziemlich gerumpelt nach den Quartalsberichten von Microsoft mit -6,05% und mit Meta mit -4,09%. Und das wirkte sich natürlich insgesamt auf die Aktienmärkte belastend aus. Allerdings nicht für China und Hongkong, denn die haben dort doch gegen den Trend gute Einkaufsmanager-Indizes gezeigt und deshalb haben die Märkte dort auch zugelegt. Das IFO, Einzelhandelsbarometer, erzählt uns, dass die Situation etwas entspannter ist, aber insgesamt weiter prekär bleibt. Ich will diese Zahlen hier aus Zeitgründen gar nicht nennen, das kann man sich sparen, denn diese leichte Entspannung, von der die reden, die muss man ja mit der Lupe suchen. Ich denke, es ist viel sinnvoller, wenn ich mal zitiere, was der Handelsverband Deutschland zu dem ganzen Thema sagt.
Er sagt, die geringfügige Verbesserung des Index ist hinsichtlich des Indexniveaus nahezu irrelevant. Aus Mückern sollten keine Elefanten gemacht werden. Die Umfrage steht im Widerspruch zu den zuletzt deutlich besseren Einzelhandelsdaten nach der Umstellung statistischer Berechnungsmethoden durch das Statistische Bundesamt. Also man hat hier Berechnungsmethoden umgestellt, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten, es wird viel getrickst. Also der Handelsverband Deutschland fordert aktuell verbesserte Standortbedingungen von der Regierung. Noch zu Jahresbeginn habe die Bundesregierung den privaten Konsum als konjunkturelle Stütze herausgestellt. So heißt es in einem Schreiben des Verbandes an den Kanzler. Heute, so weiter im Schreiben, müssen wir feststellen, dass der private Konsum auch in den letzten Monaten des Jahres als gesamtwirtschaftlicher Wachstumstreiber ausfallen wird. Unternehmen, Standorte, Innenstädte und Arbeitsplätze seien unter Druck und bräuchten gesicherte Rahmenbedingungen. Ja, wir sehen, die grüne Agenda läuft auf allen Ebenen, sei es jetzt nun der Handel, sei es die Industrie. Es geht einfach weiterhin schön den Bach runter. Ja, und nun dieser Punkt, der auch im Titel schon erwähnt ist, nämlich die Freistellung vom Sanktionsregime russischer Banken durch die USA. Das Office of Foreign Assets Control der US Treasury hat Finanztransaktionen für das gesamte Geschäft mit Energieträgern, ergo Produktion, Verarbeitung, Transport aller fossiler Träger, aber auch Uran bis zum 30. April 2025 erlaubt. Von den Sanktionen befreit sind die russische Zentralbank, die Sberbank, die Alpha Bank, die VTB Sovcom Bank und das National Clearing Center und noch einige weitere Institutionen. Also wir sehen, es geht, man muss nur wollen, aber interessant, gleichzeitig haben die USA Sanktionen gegen 400 Einrichtungen und Personen in über einem Dutzend Länder erlassen, um damit die Umgehung von Sanktionen gegen Russland einzudämmen. Dies seien die bislang umfangreichsten Maßnahmen gegen Sanktionsverstöße in Drittländern, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums. Ja, also alles klar, dort wo es um die eigenen Interessen geht, da schützt man sich selbstverständlich und lässt es auch mit den Sanktionen, aber die anderen sollen das mal schön machen, auch zum eigenen Schaden. Ja, glaubwürdig ist die Geschichte dann natürlich nicht. Das ist ein typisches Muster, das wir immer wieder sehen. Und unser Land des Leuchtfeuers der Demokratie, ist natürlich weit davon entfernt, solche souveränen Entscheidungen treffen zu können. Schauen wir als letztes noch auf Russland, denn da gibt es Top-Datensätze. Das Bruttoinlandsprodukt nahm per September im Jahresvergleich um 2,9% zu. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 6,5%. Die inflationsbereinigten Löhne legten per August im Jahresvergleich um 7,7% zu und die Arbeitslosenrate stellt sich per September weiterhin auf ihr Allzeittief auf 2,4%. Die Devisenreserven waren etwas gestiegen per 25. Oktober und erreichten 628,5 Milliarden US-Dollar. Also das in die Knie sanktionierte Russland zeigt uns, wie es geht, während es bei uns Tag für Tag immer weiter den Bach runtergeht. Vielen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.